Hallo, hallo, hallo. Ja, in der letzten Folge haben wir uns fast erfolgreich aus dem Konflikt zwischen Elfen und dem Orden der Flammenrose herausgehalten. Leider, leider nicht ganz. Wir mussten einen Elfen killen. Aber gut, ne? Schwund ist ja immer. Und jetzt... Achso, Alvin hat sich zwischenzeitlich übrigens auch noch wegteleportiert. Ich wusste gar nicht, dass der das kann. Aber schlauer Kerl. Und wir flitzen jetzt zur Hütte vom König der Fischer, denn wir sind auf dem Weg zurück nach Vizima in die Zivilisation. Denn scheinbar ist ein richtiger Krieg zwischen Scoia'tael und dem Orden der Flammenrose ausgebrochen. Und, naja, was soll man sagen? Wir wären ja nicht wir, wenn wir da nicht dabei sein wollten. Außerdem, warte mal, wo ist denn der? Ach, hier. Ach, das ist die Weiße Reiler. Schönen guten Tag auch. Hexer? Was ist passiert? Elende Fanatiker, kein bisschen professionell. Sie nahmen mir mein Kommando. Als ich mich weigerte anzugreifen, präsentierte mein Adjutant einen Brief von Siegfried persönlich. Er hatte ihn die ganze Zeit bei sich. Naja. Wie ist es gelaufen? Tja, ich, Ich habe entschieden, mich aus dem Kampf rauszuhalten. Was ist mit den Elfen? Und es kümmert mich nicht, wer gewonnen hat. Die Sieger sollten jeden Moment eintreffen. Es ist höchste Zeit, diesen Posten zu verlassen. Das Boot des Königs der Fischer wurde gestohlen. Wir sehen uns wieder. Das kann wohl sein. Ja, ich möchte ja sofort nach Vizima segeln, aber wie? Gehen wir mal hier rein. Fragen wir den Fischersmann. Da ist er. Hm? Gesprächig wie immer. Dürfte ich euer Boot benutzen? Hm? Passt auf euch auf. Ja, danke. Haben wir hier noch irgendwas zum Klauen? Ah, warte mal, eine alte Truhe. Ja, komm, wir haben noch... Nee, wir haben doch keinen Platz mehr. Also raus. Ja, dann nehmen wir das Boot und flitzen mal zurück nach Vizima. Ach, Rittersport steht da vorne ja auch. Schön, schön. Ja, dann mal weg hier und mal gucken, wie es in Vizima inzwischen aussieht. Denn das letzte Mal, als wir da waren... sind wir quasi, naja, mit Mistgabeln aus dem Hause gejagt worden. Hallo, Rittersporn. Geralt? Das ist schlecht. Wirklich schlecht. Was ist passiert? Alvin hat ein Portal geöffnet und ist verschwunden. Er könnte überall sein. Wir müssen zurück nach Vizima. Vielleicht hat Triss eine Idee. Also dann... auf nach Vizima. Nach euch. Und jetzt müssen wir uns die ganze Zeit sein herrliches, engelsgleiches Lautenspiel anhören, oder was? Ah. Hey Hundi, hallo. Wow, wow. Tja, und da sehen wir wohl, wer gewonnen hat. Leider. Was heißt leider? Genau genommen waren sie beide doof. Was hauen die sich denn auch, ey? Anstatt mal kurz ein bisschen miteinander zu reden. Unglaublich. So, ich habe dieses Ladebild nicht vermisst. Wir werden bald Vizima erreichen. Riecht ihr das? Ja. Rauch. Etwas brennt. Schwer und stickig. Wie strohgedeckte Hütten. Verdammt, Geralt, seht! Alter. Vizima ist im Arsch. Verdammt, Geralt. Ich kann nicht glauben, was ich sehe. Ihr solltet inzwischen an den Anblick des Krieges gewöhnt sein, Rittersporn. Wir sollten uns niemals an Gewalt und Gräuel gewöhnen, vor allem nicht die Zartfühlenden unter uns. Zum Glück haben wir Mutanten keine Gefühle. Wolltet ihr das sagen?
Seid still und sagt mir, wie es weitergeht. Berengars Brief enthielt einige Hinweise. Als erstes müssen wir in die Stadt. Das wird weder einfach, noch ist es sicher. Zugegeben. Aber ich werde so kurz vor dem Ziel nicht aufgeben. Die Nase auf dem Boden, immer der Spur folgend. Ihr seid wie ein Bluthund auf einer frischen Fährte. Altvisima erwartet uns. Es ist vermutlich der Schauplatz der heftigsten Kämpfe. Und dann wäre da noch die Pest. Wir müssen dort hinein. Endlich werde ich herausfinden, wer hinter den Salamandra steckt. Geralt. Seid ihr sicher, dass ihr mitkommen wollt? Ich würde euch nie im Stich lassen. Ich will euch helfen. Aber es könnte heftig werden. Glaubt ihr etwa, ich hätte Angst? Bestimmt nicht. Das meine ich aber. Naja. Geralt. Haben wir noch irgendwas, was wir momentan nicht... Ja. Ne, ist ja auch alles Blödsinn. Wir gehen jetzt einfach mal los. Okay, Hauptmann der Wache. Ich wusste, ihr würdet früher oder später zurückkehren. Ihr habt viel versäumt. Seid gegrüßt, Vincent. Warum seid ihr hier? Ich bin für König Radovids Sicherheit verantwortlich, solange er in Temerien ist. Wir hätten ernsthafte Probleme, wenn ihm irgendetwas zustößt. Ist Foltest zurückgekehrt? Ja, er ist in Altvisima. Seit wir wissen, wessen Befehle wir befolgen, hat die Moral sich sehr verbessert. Ich muss nach Altvisima. Ich allein komme ja vielleicht rein. Aber nicht mit... Könnt ihr mir folgen? Was ist los? Ich habe einen Auftrag für euch, Rittersporn. Es geht um König Radovid. Die lose Zunge des Hexers wäre ein Risikofaktor. Warum habe ich bloß das Gefühl, dass ihr etwas vorhabt? Es stimmt. Ich bin nicht dafür geschaffen, mit Königen zu verhandeln. Abgemacht. Rittersporn wartet im Lager des Königs auf mich. Geralt, ihr tut, was ihr tun müsst. Okay. Tja, Rittersporn. Nett, dass du mir helfen wolltest, aber tschüss. So, was ist hier los? Keinen Schritt weiter, verstanden? Soldaten, Soldaten. Radovid, das ist doch der König. Seid gegrüßt, Geralt. Euer Hoheit. Glückwunsch zu der Sache mit dem Professor. Der anmaßende Pimpf wollte mich einmal erpressen. Danke für die gute Nachricht. War mir ein Vergnügen. Was führt euch hierher? Ich will die Salamandra erledigen. Gut. Lösch die Dreckskerle aus. Wie ist die Situation in Visima? Totales Chaos. Aber dank meiner Agenten ist Foltest zurückgekehrt und versucht nun, die Ordnung wiederherzustellen. Verstehe. Ich würde mich gern auf den Weg machen, Euer Hoheit. Lebt wohl. Das werde ich machen. Ja, Rittersporn sitzt hier jetzt ein bisschen doof rum. Ach, Carmen ist auch noch wieder da. Na gut, mit der quatschen wir auch nochmal eben. Hallo, Carmen. Danke, Geralt. Danke nochmal. Wie geht es den Mädchen? Die reden immer noch von euch. Und Shani und ich sind Freundinnen geworden. Schön. Ich hoffe, es geht ihr gut. Sie behandelt Kranke und Verwundete, egal zu welchem Volk sie gehören. Nicht alle sehen das gern. Verstehe. Leider habe ich sie nicht mehr gesehen, seit das alles angefangen hat. Ich werde versuchen, sie zu finden. Lang lebe der König. Lebt wohl. Alles klar. Dann flitzen wir jetzt auch mal. Ist hier noch irgendwas? Nee. Lang lebe der König. Dann flitzen wir jetzt mal los. Und begeben uns mal nach Altvisima. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo. Ach, du ahnst es nicht. Es sind noch mal eine Menge Gespräche jetzt. Ah, ihr kommt genau rechtzeitig zur Prügelei. Sieht ruhig aus. An der Front ist es ruhig. Hier ein kleines Scharmützel, da ein paar Pöbeleien und dann ist wieder Ruhe an der Front. Yevhen hat gesiegt. Fast alle Anderlinge Visimas haben zu den Waffen gegriffen. Wie ist das passiert? Als der Orden anfing, Frauen und Kinder zu töten, haben selbst die angepasstesten Elfen rebelliert. Das war die dümmste Aktion seit der Zeit von König Desmond. Vielleicht wollte der Großmeister die Anderlinge provozieren.
Als wäre es nicht schon schlimm genug gewesen, sind auch noch Gerüchte aufgetaucht, dass Anderlinge nach Alt-Vizima umgesiedelt werden sollen, weil wir anfälliger für die Pest sind. Das ist natürlich Unsinn! Was macht ihr hier? Wir müssen die angreifenden Ritter abwehren. Dann will ich die Zivilisten und Shanis Patienten aus Alt-Vizima wegbringen. Shani ist in Alt-Vizima? Sie hat eine Art Feldlazarett organisiert. Und sie erwähnte euch. Ich werde versuchen, zu ihr durchzubrechen. Das werde ich tun. Okay, also, jetzt haben wir schon mal einiges zu tun. Nee, Moment, da halte ich mich raus. Die Frage ist, wo geht's denn jetzt überhaupt nach Alt-Vizima? Ah, da lang. Werft, Lagerfeuer. Wie Werft? Naja. So, hier komme ich doch durch. Ich fürchte den Tod nicht. Das finde ich doch gut. Ach ja. Also, du willst dich also mit mir einlegen, Kollege. Dann hole ich nochmal eben das richtige Pferd raus und dann geht's auch in Angst. Genau genommen sogar für euch alle. Befreit die Elfen! Sag mal, wie kommen denn da noch? Hinter mir ist auch noch einer, muss ich doch noch einen Kampf machen, wa? So, Freunde des schlechten Musikgeschmacks. Jetzt haben wir hier aber mal eine Menge Überreste. Habe ich immer noch einen Kampf? Ach, was will der denn? Immer, kommt da immer neue oder was? Mal eben. Oh toll, jetzt komme ich hier gar nicht raus. Moment mal, welches war denn das? Schutzschild. Das möchte ich gerne. So. Und dann möchte ich mal kurz so einen Abzug trinken. Und dann möchte ich ja eigentlich gerne verschwinden irgendwie, ey. So. Und ab durch die Mitte. Ja, ja, komm, hau woanders hin. Ach toll, ich hätte die ganze Zeit einfach rennen können. Muss einem auch mal einer sagen. Ja, und jetzt kommen wir nach Alt-Vizima. Da waren wir noch gar nicht, glaube ich, ne? Und Kapitel 5 ist erreicht. Oh yes. Euer Hoheit, das ist Wahnsinn. Ihr solltet euch nicht solchen Gefahren aussetzen. Wartet hier und lasst mich eine stärkere Streitmacht ausheben. Unsinn! Dies ist meine Stadt, die Hauptstadt meines Königreiches. Ich regiere dieses Land und ich weigere mich, wie ein Dieb durch seine Gassen zu schleichen. Euer Hoheit! Seid still! Ihr wisst doch selbst, dass diese Geheimdienstberichte das Papier nicht wert sind. Ich will mich persönlich überzeugen. Anderlinge greifen an! Beschützt den König! Für die Freiheit! Tötet die Däune! Okay, jetzt wird's anstrengend. Ich hänge euch an euren Eingeweiden auf, Mensch! Okay. Der Großmeister! Wir sind gerettet! Es wird doch nicht kompliziert. Ihr seid zurück, euer Hoheit. Hoffentlich nicht zu spät. Euer Königreich braucht eure Hilfe. Ihr solltet wissen, dass Könige nie zu spät kommen, Jack. Euer Hoheit, Flammen verzehren die Stadt. Und das Blut eurer Untertanen lässt die Rinnsteine überlaufen. Dies ist nicht die Stunde für Worte. Taten sind gefragt. Und was schlagt ihr vor? Gestattet mir, eure Armee zu befehligen und gewährt mir Handlungsfreiheit. Niemals. Nur über meine Leiche. Diesmal war es knapp. Nächstes Mal kommt meine Hilfe vielleicht zu spät.
Ich habe genug gesehen. Velarad, zurück zur Burg. Was macht er denn hier? Er war urplötzlich da. Dafür scheint er eine Begabung zu haben. Was soll ich mit ihm machen? Er kommt mit uns. Ich muss etwas mit ihm besprechen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Hexer von Riva. Euer Hoheit, ich bin geehrt. Wie ihr euch sicher denken könnt, habe ich euch nicht aus einer Laune heraus hierher gerufen. Eine ernste Sache bedrückt uns. Ein Fluch bindet meine Tochter. Ihr sollt ihn aufheben. Schon wieder? Ich habe alle versammelt, die helfen könnten. Devet war das letzte halbe Jahr der Adjutant der Prinzessin. Velarad kennt Adda seit ihrer Kindheit. Und Trismerigold ist wegen ihrer umfangreichen Kenntnisse der Magie und ihrer weiblichen Intuition hier. Sprecht mit ihnen und denkt über die Sache nach. Wir werden uns in Kürze wieder darüber unterhalten. Wie ihr wünscht, Euer Hoheit. In der Zwischenzeit bedürfen gleichermaßen bedeutsame Dinge unserer Aufmerksamkeit. Ich höre zu, Euer Hoheit. Hexer, stellt euch vor, ihr kehrt von der Jagd auf ein Ungeheuer, auf eine Kikimore beispielsweise zurück und müsst feststellen, dass euer Heim ein Hurenhaus geworden ist. Euer Hoheit. Ich bin noch nicht fertig. Eure Statthalter haben versagt. Ein Verräter will euch aus dem Haus eurer Ahnen vertreiben. Werdet ihr da nicht auch erzürnt? Würdet ihr nicht auch noch mehr Blut vergießen wollen? Verzeiht mir, Euer Hoheit. Aber Hexer mischen sich nicht in Politik ein. Ja, die berühmte Neutralität. Leider kann ich mir diesen Luxus nicht leisten. Beide Seiten haben meine Stadt zum Schlachtfeld gemacht. Beide werden gebührend bestraft. Ich verstehe, Euer Hoheit. Aber wie kann ich helfen? Für den Anfang könntet ihr etwas enthusiastischer darüber sein, einem König helfen zu dürfen. Ihr könntet mir anbieten, jeden zu töten, den ich tot sehen möchte. Vergebt mir, Euer Hoheit, aber... Schweigt, Hexer, bevor ihr noch zu viel sagt. Regenten reagieren ungnädig auf mehr als eine Zurückweisung. Ich bin mir sicher, ihr habt recht, Euer Hoheit. Ich muss mich um dringende Angelegenheiten kümmern. Sprecht mit diesen klugen Köpfen. Sammelt ihre Weisheiten. Und vergesst meine Tochter nicht, Hexer. Ich zähle auf euch. Ich werde es nicht vergessen. Mein Diener ruft euch, wenn ich mehr Zeit habe. Na, dann sind wir doch mal gespannt. Ja, der König läuft. Die ganzen Leute stehen hier rum, die wir... Ja. Mit denen wir sprechen sollen. Ich guck mich mal eben kurz ein bisschen noch um. Ein Hexer in den königlichen Gemächern. Ihr seht nicht wie ein Ritter aus. Herr, stört mich nicht beim Denken. Du denkst nicht, du singst. Und zwar nicht mal so gut wie Rittersporn, Kollege. Legt euch nicht mit uns an. Nee, will ich ja gar nicht. In Ungnade gefallen? Oh. Mon Dieu, ein Hexer. In meiner Heimat Beauclair im Herzogtum Toussaint tanzte ein Hexer einmal ein ganzes Fest lang mit einer Zauberin. Ich bestimmt nicht, werte Dame. Ich habe zwei linke Füße. Haben alle Hexer weißes Haar? Nein, werte Dame. Nur ich. Vielleicht bin ich etwas verwirrt. Wie auch immer, ich hätte da eine Angelegenheit für euch. Wie kann ich helfen? Très bien. Mon Dieu, meine drei Vettern flohen jüngst aufgrund unglücklicher Zufälle aus der Stadt. Sind sie beim König in Ungnade gefallen? Gewissermaßen. Ich möchte ihnen etwas Geld schicken, um ihre Situation zu verbessern. Versteht ihr? Ja, das verstehe ich. Aber ich möchte eigentlich nicht in politische Angelegenheiten reingezogen werden. Andererseits, hey, wenn es Geld absolut stimmt. Absolut. Für ein angemessenes Honorar spiele ich den Boten. Ah, parfait. Meine Vettern, Corbin, Buse und Ramerod, suchen Zuflucht im Sumpf, in den Höhlen dort.
bitte bringt jedem 300 Orens. Was mein Honorar angeht. Jeder meiner Vettern gibt euch eine Quittung. Geht damit nach Alt-Visima zum Hauptmann der Söldner, meinem Verlobten. Er wird euch belohnen. Lebt wohl. Und tschüss. So, und wenn wir schon gerade und tschüss sagen, dann sag ich jetzt auch mal ganz schnell und tschüss zu euch. Und mit den dreien reden wir in der nächsten Folge. Bis morgen. Ciao, ciao.